Stars. Didn't even get to cross. Hey moin Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich werde euch heute drei Glitch zeigen, drei ältere. Zuerst einmal hier, einmal bei den Hollywoodstraße mit den Sternen, das kennt jeder, wo der Tattoo-Laden ist. Da müsst ihr einen Kumpel haben, der da sich an der Tür randuckt, dass sie so automatisch so ein bisschen rumspackt. Und dann fährt ihr am besten mit dem Fahrzeug dagegen oder halt auch zu Fuß gegenlaufen, dann fliegt ihr weg. Ihr fliegt viel weiter, keine Sorge, dass ihr müsst so ein bisschen rumfuchsen, irgendwann fliegt ihr richtig weit aus der Map hinaus. Total witzig, vor allem bei Tuning-Treffen. Macht auf jeden Fall Spaß, empfehle ich euch. Und am besten so viele Leute wie möglich in einer Limo, macht noch mehr Spaß. So, nächster Teil, das wäre dann der Surf-Glitch. Der Surf-Glitch ist hier am Strand. Und ja, diese Location, ich denke mal, jeder kennt die. Und auch diese blauen Abgrenzungen hier, diese Zäune, das braucht ihr auf jeden Fall auch. Und dann stellt ihr euch rauf und nehmt euch natürlich ein Gewehr. Das Ganze ist hier, direkt am Strand. Dann schnappt ihr euch irgendwie ein Gewehr, was ordentlich Feuerrate hat. Und ballert hier oben an die Kante ran. Dann wäre der nächste der Maskenglitch. Der ist total genial. Ihr braucht halt einen Helm und halt eine Maske. Ich würde euch empfehlen, einen Helm zu nehmen, der kein Visier vorne dran hat. Finde ich schöner, muss ich sagen. Weil dann sieht man mehr von der Maske. Und dann ist das Ganze noch so ein bisschen abgefahrener. Habt ihr den jetzt erstmal ausgesucht, dann rennt ihr in diesen Stripclub rein. Jeder kennt ihn aus der Story-Modus. Und dann lauft ihr erstmal ein paar Meter, das mache ich immer so. Und dann sucht ihr euch jetzt erstmal eine Maske aus. Ich benutze meistens immer hier diese Maske hier, weil das Ganze sieht viel schöner aus, weil aus dem Helm gucken dann die Hörner so ein bisschen raus. Finde ich viel geiler. Aber man kann das natürlich mit jeder Maske machen. Und ist auch total witzig. Wenn ihr rausgeht, seht ihr, dass dieser Helm automatisch sich dann wieder raufsetzt. Und so hat dieser Glitch funktioniert. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt soweit gefallen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch ein Abo, ein Like oder ein Dislike oder einen Kommentar da lasst und weil das uns natürlich anspornt. So, alles klar, haut rein, ciao! One, two, three, oh!